Hallo, hier ist Tom Freudenthal und dies ist ein weiterer Kurztipp aus meiner kleinen Serie. Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, aus den Neurowissenschaften, aus der Lernforschung, die Ihnen helfen können, schneller und mit mehr Spaß zu lernen. Und zwar so, dass Sie hinterher auch mehr Erfolg bei der Wiedergabe haben. Sei es in einem Vortrag oder in einer Prüfung oder in einem Examen oder in irgendeinem Kontext, wo Sie Ihr Wissen dann wiedergeben müssen, der dann oft ja auch bewertet wird. Und heute geht es um einen Punkt, der eigentlich völlig offensichtlich ist, aber dann in der Konsequenz meistens falsch verwendet wird. Der größte Mythos ist ja, wenn es ums Lesen und Lernen geht, dass man, wenn man einmal was gelesen hat, müsste man das doch behalten. Das ist natürlich Quatsch. Weiß man eigentlich ja auch, dass das nicht sein kann. Oder wissen Sie noch, was Sie vor 3 Tagen in der Zeitung gelesen haben? Die meisten wissen das nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist allen klar, Lernen ist immer ein Prozess. Bloß die meisten beziehen das immer auf körperliche Dinge wie im Sport, irgendwelche Bewegungsabläufe. Aber das gilt genauso für das Lernen von Wissen. Da ist das genau das Gleiche. Die Folge ist für viele, dass sie denken, ah, dann muss ich das halt wiederholen, immer wieder. Ne? Und da weiß man aus der Gehirnforschung auch, das müsste man 18 Mal machen, bis das dann endlich mal im Kopf bleibt. Und da hat ja keiner Lust zu. Und da bleibt das. Und deswegen sind die Lernergebnisse auch nicht günstig. Das heißt, wir müssen wiederholen, aber nicht stupide. Übrigens auch in einem richtigen Rhythmus, aber das machen wir mal an einer anderen Stelle. Wichtig ist aber, wenn Sie wiederholen, dass Sie das Medium wechseln, dass Sie da Wiederholungsschleifen einbauen, die das Ganze in einem anderen Licht erscheinen lassen, also die irgendwie einen anderen Sinneskanal ansprechen, die anders sind als das, was Sie vorher gemacht haben. Mal ein Beispiel, Sie lesen was zu einem bestimmten Thema. Eine Wiederholungsschleife könnte sein, dass Sie bei YouTube mal schauen, sich nicht ablenken lassen übrigens, ob Sie da noch ein Video zu finden, was das gleiche Thema behandelt, aber aus einer etwas anderen Perspektive vielleicht. Oder Sie nehmen sich das Thema und sprechen mit jemandem drüber, wieder ein anderer Lernmodus. Oder Sie schreiben das nochmal ganz neu auf, oder Sie malen sich dazu ein Bild, oder Sie denken darüber nach. Also was auch immer, oder Sie hören sich ein Hörbuch zu dem Thema an, was auch immer Sie tun. Wichtig ist, dass es anders ist, aber der gleiche Inhalt. Und dann bleibt auch das Wiederholen immer wieder spannend und integriert sich. Also über diese Wiederholungsschleifen, wenn sie anders sind, in einem anderen Lernmodus, integriert sich das Wissen dann super. Dann brauchen sie auch nicht so viele Wiederholungen, sondern dann reicht es vielleicht mit 4, 5 und sie haben es echt drauf. Und der zweite Punkt ist, dass sie bei den Wiederholungsschleifen darauf achten, dass sie sich nicht überfordern und auch nicht unterfordern. Na, da gibt es dieses Verhältnis, was für die meisten Leute optimal funktioniert, 80% vertraut, 20% herausfordernd. Und dann ist man in so einem Zustand, wo es einen nicht bedroht, aber gleichzeitig auch spannend genug, dass man weitermacht. Okay, das war mein Tipp für heute. Wunderbar, wenn Sie Lust haben, noch mehr zu lernen zu dem Thema, um dafür zu sorgen, dass Ihre nächste Prüfung besser wird und in kürzerer Zeit das Lernen erledigt ist, dann kommen Sie zu unserem Webinar. Das wird beschrieben, was da ist. Und hinter dem Link hier direkt unter dem Video, wenn Sie das interessiert und Sie noch ein bisschen mehr machen wollen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass Sie das gesamte System mal kennenlernen, das sind ja 10 Stufen, dann klicken Sie da drauf und schauen, ob Sie dann einen Termin finden, wo Sie Zeit haben. Freue ich mich auf Sie im Webinar. Bis dann, Ihr Tom Freudenthal.